Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einem weiteren Datapack-Video. Das Ganze ist für die ganzen Leute hier von euch. Ihr habt euch mal gewünscht, dass ich zeige, wie man Achterbahnteile bekommen kann und hier ist das Video dazu. Wie immer, wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib mir doch in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Und wenn du in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir jetzt den Kanal zu abonnieren und dazu auch noch die Glocke zu aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Als allererstes gehst du jetzt in die Videobeschreibung und downloadest dort das Datapack. Nachdem der Download abgeschlossen ist, installierst du dieses und falls du nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Infocard klicken. Weiter geht es danach in Minecraft und dort musst du einmal /reload eingeben und dann hier schon stehen Achterbahn-Elemente bei Creative Simon und im Chat ist wie immer aus der Eigenwerbung sowie ein Erklärungsvideo. Wir brauchen prinzipiell immer einen Minecart und bekommen auch Mover und Killmover. Einige werden das kennen, die anderen klicken jetzt mal oben rechts, denn ich habe jetzt vor einer Woche schon ein Minecart Lift gemacht, beziehungsweise Achterbahn Lift und heute habe ich ein Looping, sieht nicht danach aus, und eine Schraube, schon eher. Wir fangen mal mit der Schraube hier oben an. Da müsst ihr folgendes bauen, und zwar einen Eisenblock, einen Redstone-Block, dann einmal 5 da Luft, dann einen Redstone-Block, noch einen Eisenblock und darüber dann Powered Whales. So, egal auf welche Seite ihr das jetzt macht, wenn wir das jetzt so machen, dann ist die Schraube in die Richtung. Wenn wir das jetzt so machen, ist die Schraube in die Richtung. Und jetzt seht ihr, dass Minecart verschwindet, aber wir sehen, ein Armor-Stand wurde gespawnt. Und wenn wir uns jetzt hier mal reinsetzen und losfahren, sehen wir, zack, wir gehen einmal hier rum und fahren eine Schraube. Klar, man kann nicht über Kopf gehen mit dem Minecart, das ist leider nicht möglich. Und beim Looping ist es so, ihr könnt es entweder so längs, das gilt für die Schraube natürlich auch, könnt ihr auch so längs bauen. Hier beim Looping ist es so, auch einmal die Eisenblöcke so platziert, zwei so, dann ein Redstone-Block, ein Eisenblock so, einmal die Powered Rates da drauf, das Minecart da drauf und jetzt sehen wir hier auch einen Armor-Stand und können hier in das Minecart rein und fahren dann ein Looping. So, das Ganze sieht jetzt noch unspektakulär aus, aber ich würde sagen, ich verbinde das Ganze mal kurz. So, einmal alles verbunden und schon können wir starten. Ich würde sagen, wir starten hier oben mal beim Schraubenteil, gehen hier in den Looping-Teil, so könnt ihr den auch bauen und dann geht es einmal hier hoch und hier machen wir unsere schöne Schraube. Ja, wie immer gibt es das Datapack in der Videobeschreibung zum Download und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video.